Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Wizardry 8. Wir haben gemütlich in der Gefängniszelle genächtigt und jetzt steigen wir mal in dieses Loch rein, das wir aufgebrochen hatten. Betrete Rapax Schloss Hauptebene. Hä? Wo sind wir jetzt? Ah, da unten. Das ist ziemlich spooky. Nichts passiert. Ah, weil da irgendwas draufsteht. Kann man das bitte wegmachen? Ja, das ist zu und irgendwie blockiert. Kann man hier irgendwas einreißen? Oder ist das auch so eine Abkürzung für später? Das kann natürlich auch sein. Okay, wir haben das im Hinterkopf. Wir hatten ja schon mal so eine Tür, die wir später von der anderen Seite aufgemacht hatten. Ah, hier waren wir noch nicht. Gib du mal bitte Starthilfe. Klopfen. Das da. Und du machst den Rest. Oh, Kistchen. Schaut da drüben. Ja, ich habe die Kiste gesehen. Und Sprengstoff. Kiste. Alarm. Ja. Ein Kraftraub. Bitte nicht. Mein Herz hängt eh nicht an dem Magier, aber trotzdem. Ja, und unser Magier, den hat's auch getroffen. Wir laden nochmal. Ich hasse das mit dem Kraftraub. Wir haben noch zwei Tränke davon. Nicht speichern, um Gottes Willen. So, das haken wir mal ab. Dann gehen wir direkt hier dahin. Ich hasse das, weil ich nicht weiß, wie wir in Zukunft klarkommen werden. Du hattest das gemacht. Ich weiß halt nicht, ob wir an irgendeinen Punkt im Spiel kommen, wo wirklich jeder Lebenspunkt zählt. Und dann ist das mit dem Kraftraub quasi ein Genickbruch. So, dann versuchen wir das bitte diesmal nochmal. So, wir sind safe. So, Fenrir, wir glauben an dich. Diesmal ist es, glaube ich, was anderes. Diesmal ist es Fluch. Falle wurde entschärft, sehr schön. Schwefelschild, Schild plus 10, 20 gegen Feuer. Ja, Schilde begeistern mich in diesem Spiel nicht so. Magischer Nektar. Wir nehmen den Schild trotzdem mit. Das Schwert kann bitte hier bleiben. So, was ist das? Magische Dietriche. Nehmen wir mit, die sammelt Gustav. So, wir kamen mal von hier. Dann gehen wir jetzt nochmal hoch und dann ganz hoch. Schauen dort nach dem Rechner. Da war ja eher übersichtlich. So, oberes Rapax-Schloss. Hier geht's auch hoch. Gibt es denn noch eine Etage? Hi. Nee, da gibt es nicht noch eine Etage, aber da geht es irgendwie weiter. Okay, dann bleiben wir jetzt erstmal auf der Ebene, auf der wir waren. Und schauen dort nach dem Rechten. Was hast du gesehen? Ein Bogen. Ein großer Bogen. Tödlich 1%.
Ist wahrscheinlich besser als unsere Langbögen. Du trägst Dämonenstich. Doppelter Schaden gegen Dämonen, 2% K.O. Achso, da ist der Bogen. Hat noch irgendjemand einen normalen Bogen? Was ist eine Armbrust? Was ist eigentlich mit deiner Armbrust? Minus 3 Initiative, minus 3 Treffen. Ja, dann steigst du jetzt auf Bogen um. Du hast... Ah, Bolzen müssen wir dir dann auch noch geben. Und den Dolch ziehen wir dir nochmal aus. Den brauchst du echt nicht mehr. So, dann haben wir jetzt aber keinen mehr, der unsere Bolzen verschießt. Pfeile, bitteschön. Und noch irgendjemand hat doch Schusszeugs noch gebraucht. Du kriegst noch Steinchen. Ah, du hast nur ein paar Steinchen. Du hast noch Wurfpfeile. Okay, dann sind alle glücklich. Da geht's noch mal runter. Moment, kamen wir jetzt hierher? Haben wir gelootet, schon die Orientierung verloren. Da könnt's da hingehen. Egal, wir gehen der Nase nach. Das wird schon. Die Wand ist auffällig. Da liegen irgendwelche Dokumente auf dem Tisch. Da ist ein Hebel neben der Tür. Spiel, was willst du mir damit sagen? Kommen wir da irgendwie von hinten rein? Irgendwie nicht. Geht's hier in den Keller? Nee, zur Hauptebene. Geht's da irgendwo hin, wo wir noch nicht waren? Doch, hier haben wir noch unentdecktes Gebiet. Weil da hatten ja auch ein paar Mädels gestanden, die uns irgendwo nicht durchlassen wollten. Oh, so verlocken die Schatztruhen noch aussehen. Du findest keinen Weg, den versiegelten Raum zu betreten. Jedoch gibt es da eine Röhre in der Mitte des Raums, die nach oben führt. Vielleicht gibt es eine Möglichkeit, den Schatz nach oben zu befördern. Na gut, ich würde eher sagen, das sieht aus wie Schienen. Dass das ein gigantischer Fahrstuhl ist. Need. Eine Schmiede mit einem Blasebalg. Ja, ein schweres Gerät. Wir lassen das hier. Wer ist da? Das habe ich mich auch gerade gefragt. Ist das jetzt endlich mal wieder ein Händler? Das ist doch das mit dem Kistenraum. Da ist ein Hebel. Da. Geht das? Ah, nee, das ist jetzt, glaube ich, der Rückweg vom Knast. Ja, dass wir das jetzt aufgemacht haben. Ja, jetzt kann man das auch nicht... Doch, kann man wieder benutzen. Ich will die Kisten nach unten haben. Na gut, dann machen wir mal die Abkürzung auf. Oder kommen wir jetzt hier zu den Kisten? Das ist die Kerkerzelle. Okay, dann haben wir das wenigstens geklärt. So, wer bist denn du? Du bist Ferro. Von dir haben wir schon mal gehört. Also seht ihr... Ach so, seht ihr aus. Oh ja, ihr müsst wissen, dass ihr seit eurer Ankunft das Gespräch des ganzen Rapax-Schlosses seid. Ich bin nicht im Mindesten überrascht, dass du ein Templer geworden bist. Also Dexus mag Abwechslung. Jetzt bist du einer von uns.
Doch genug geplaudert. Du bist bestimmt wegen meiner Waffen und Rüstungen gekommen. Natürlich hast du bereits gehört, dass ich auch Spezialanfertigungen herstelle. Nein, haben wir noch. Ach doch, das hat uns bestimmt dann der Rapax in Arnika erzählt. Der Schmied war ja auch ein Rapax. Dann erzähl uns mal von deinen Waffen. Dafür bin ich hier. Und Rüstungen? Ich nehme an, wir beide haben Sachen. Entschuldige, meine unangemessene Neugier, aber wurdest du ursprünglich vom Rapax-König hierher geschickt? Ich weiß, dass er nach einer frischen Gruppe von Templern für den Außenposten verlangt. Offensichtlich haben einen Tireng und einen Umpani als Geisel genommen und schaffen es nicht, die beiden zum Reden zu bringen. Ich nahm einfach an, dass ihr die Verhörer wärt. Ah, spielt ihr damit vielleicht auf das Gebiet ab an, wo wir mal hin wollten, wo Robby uns verlassen hat und wo man uns gesagt hat, dass man dort nur als Templer hin darf. Aber nochmal zu deinen Spezialanfertigungen. Spezialanfertigungen? Natürlich, dafür bin ich berühmt. Lass mal überlegen. Für dich. Ich würde die Spiegelrüstung, die Vampirkette oder die Elfenbeinklinge vorschlagen. Alles feine Stücke. Was brauchst du dafür? Wir haben so viel Scheiß dabei. Vielleicht geht da was. Dann erzähl uns erstmal über den Rapax-König. Der Rapax-König, mein ganzer Respekt gehört ihm. Weißt du, wo der ist? In unserem Außenposten natürlich. Okay. Dann erzähl uns mal mehr über den Außenposten. Du fragst einen Rapax nach den Rapax? Was erwartest du von mir als Antwort? Wir sind der Neid aller. Weißt du, wo der Außenposten ist? Ich bin sicher, dass du es finden wirst. Ja, ich bin mir einigermaßen sicher, dass wir es schon gefunden haben. Spiegelrüstung. Ich habe sie bereits seit geraumer Zeit geplant. Sie wird Schaden, den du erhältst, auf deinen Angreifer zurückwerfen. Ich benötige eine beträchtliche Menge Silbererz, vorzugsweise von deiner Größe. Dann bring mir noch Obsidian aus der Ödnis. Zuletzt brauch... Entschuldigung, ich muss niesen. Zuletzt brauche ich was? Irgendwas. Ja, viel Silber. Wir hatten mal viel Silber. Ich weiß auch noch, wo ich das Silber verkauft habe. Für, ich glaube, 36.000 Gold. Das hatte ich in Trinton auf dem Baum verkauft, als wir das eine Artefakt von den Ratten kaufen mussten. Also Spiegelrüstung gibt's vorerst mal keine. Aber erzähl uns mal was über die Vampirkette. Du wirst deine Gegner zerschmettern. Die Vampirkette ist ein schwieriges Stück, aber der Aufwand lohnt sich. Ich werde einen Vampirfledermausflügel und eine Gefangenenkette aus dem Rift benötigen. Die nächste Zutat erfordert Mut. Ich brauche das Herz einer Zauberin. Du wirst mit dem Ergebnis zufrieden sein. Vampirfledermausflügel haben wir schon ewig dabei. Gefangenenkette. Haben wir nicht. Aber das Herz einer Zauberin haben wir. Dann geben wir ihm die Sachen mal gerade, dann sind wir die nämlich los. Warte mal. Wir machen das da erstmal anders. Wir gehen mal raus, weil per Bild finde ich das schneller. Du hast noch einigermaßen Inventarplatz. So, also den Vampir-Fledermausflügel haben wir schon ewig. Da, genau. Und das Herz. Nee, das ist das verdorbene Fleisch vom Baum. Blumen. Irgendwo hatten wir doch ein Herz. Ich weiß nicht mehr, wo wir das her hatten, aber ich kann mich an sowas erinnern. Da. Da, genau. Herz der Zauberin. So, wir haben Dinge für dich. Handeln, geben, du da. Herz der Zauberin. Ich werde beginnen, sobald du mit den Rest der Zutaten bringst.
So, Fledermausflügel. Und dann quatschen wir nochmal über das andere Dingsbums. Ja, das mit dem Silberklumpen, das ärgert mich jetzt. Der war so furchtbar schwer und wir brauchten das Geld. So, Elfenbeinklinge. Mein Markenzeichen, die Elfenbeinklinge. Ich benötige einen Hugastoßzahn, ein Korallenstück aus den Seehöhlen und einen Schutzring. Das letztere sollte nicht allzu schwer zu finden sein. Okay, das sollten wir alles haben. Das sollten wir alles haben. Genau. Stoßzahn, den hatten wir in der Nähe von dieser Kirche. Korallenstück, ja, hatten wir in den Seehöhlen. Und Schutzring, ist das ein ganz normaler Schutzring? Lass uns erstmal drüber meditieren. Aber ich glaube, das können wir uns machen lassen. Weil ganz normale Schutzringe haben wir nämlich schon aussortiert. Das ist ein Aquaring. Schutzring. Okay, check. Dann der Hogarzahn. Ja, da haben wir das Obsidian. Das können wir ihm auch noch gerade geben. Das braucht er für irgendwas anderes. Da ist der Hogarzahn. Es waren der Schutzring, der Hogarzahn und die Koralle, ne? Dazu Rittstein hätten wir auch noch. So, die Koralle. Da. Genau. Dann geben wir ihm das mal noch. Handeln, geben Obsidian. Hogarstoßzahn. Schutzring. Perfektes Exemplar. Jetzt bringen mir die anderen Koralle. Alles Benötigte ist hier. Du wirst mir deiner Elfenbeinklinge zufrieden sein. Komm später wieder und ich werde sie für dich gefertigt haben. Und er wird wieder Geld dafür verlangen. Aber ja, das sind dann die Arbeitskosten. Nochmal ins Buch schauen. So, die Elfenbeinklinge haben wir jetzt fertig. Vampirkette. Da gefehlt halt die Gefangenenkette. Wir waren unten im Kerker. Da haben wir uns aber relativ ausgiebigst umgesehen. Wir hatten auch ganz am Anfang mal diese drei Gefängnisse, wo wir zuerst den Boden davor runtergeklappt hatten und dann die Türen aufgemacht hatten. Da habe ich mich relativ gut umgesehen, weil wir dort einmal nicht wussten, wo der Weg weitergeht. Die habe ich untersucht. Das wäre mir, glaube ich, aufgefallen. Das einzige Gefängnis, was durch ein Kombinationsschloss gesichert war, war das von dem, der den Aschenstab haben wollte. Werde ich dann in der Pause mal danach gucken. So, hier fehlt halt der gigantische Silbernugget. Der Silbernugget ist bei dem Alchemisten auf dem Baum käuflich zu erwerben. Aber zumindest die Vampirkette sollten wir noch zusammenkriegen. Ich weiß noch nicht, wie meine Motivation aussieht, den Silbernugget nochmal holen zu gehen. Aber ich weiß, wo er ist. Ich weiß, wo er ist. So, können wir jetzt einfach mal bei dir hier irgendwo ein bisschen nächtigen, damit du das Zeugs irgendwie fertig kriegst. Jetzt ist hier volle Hütte. Was ist das? Entschuldigung? Die schaffen den Weg nicht. Kurz anschlafen. Und jetzt ist der Weg frei. Ich will nicht da drin festgebackt sein. Shit. Die haben uns festgebackt. Oh, Spiel, wann hast du das letzte Mal gespeichert? Okay, zumindest bei dem Typ. Nicht speichern, laden bitte, danke. Mann, ich gebe dem das Zeugs in der Pause wieder.
Was ist das? Das kann man aufmachen, aber es ist leer. Da kommen schon wieder welche von denen. Okay, wo gehen wir jetzt noch hin? Moment mal, ich mache mir mal nach kurzem Vermerk, dass da unten der Schmied ist. So, dann haben wir Ferro jetzt auch endlich kennengelernt. Wäre das mit dem Silbernugget nicht so furchtbar weit, würde ich den holen gehen. Aber da muss ich zuerst mal nochmal irgendwie zurück nach Arnika oder so. Dann zu Fuß zum Baum laufen. Und dann... Oberes Rapax-Schloss. Hier waren wir auch teilweise schon. Und dann auf den Baum hoch. Und dann vielleicht festzustellen, dass wir uns den Einkauf von dem Silbergedönse nicht mehr leisten können. Ja, ich verstehe das Problem. Boah, ich sehe was. Ja, ich habe es auch gesehen. Gegenstand wird hier benötigt. Wir haben gerade keinen Schlüssel übrig. Das vermerken wir dann auch mal noch. Und ziehen weiter. Vor allem dann ist es mit Sicherheit irgendwie, ich weiß nicht mehr, ob es Waffe oder Rüstung war, was dann keiner von uns tragen kann oder schlechter ist als das, was wir schon haben. Da geht es immer noch hoch. Was ist das? Irgendwo hat es gerumpelt. Da ist ein Schlüssel. Ich habe einen Schlüssel gefunden. Fei geht der Schlüssel. Hört sich gut an. Packen wir mal unserem Neuling die Tasche. Ich höre irgendwelches Viehzeugs. Was läuft da rum, dass das hier so wackelt? Nee, von da kamen wir. Bei euch waren wir. Da ist eine Tür. Thoralf, gib mal Starthilfe. Fenrir macht den Rest. Eine Spruchrolle Auferstehung, die nehmen wir mal mit. Weil wir mittlerweile Auferstehung auch als Zauber selber können. Was mich extremst beruhigt, aber diese ganzen Geräusche beunruhigen mich. Da geht's runter. Kommt das Geräuschzeugs von oben oder von unten? Das sieht halt auch so aus, als wäre es bewegbar. Na gut, dann gehen wir da hinten mal wieder nach unten. Hier bebt die Erde. Da geht es nochmal einen Ticken nach unten. Hallo der Herr und die Damen. Ich kann das nicht glauben. Wer denkt ihr, wer ihr seid? Wenn wir schon dabei sind, wer denkt ihr, bin ich? Seine königliche Hoheit, der Prinz aller Rapax, genau dieser.
Und ihr solltet euch merken, mich niemals wieder zu stören, wenn ich in Gesellschaft bin, besonders wenn es weiblich ist. Ladies, ich vertraue darauf, dass ihr euch um sie kümmert. Bis zu unserem nächsten Aufeinandertreffen. Hä? Ich sehe eine Kiste. Hi, Ladies. Du hast ein paar Mädels. 1, 2, 3, viele. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Einen Wochentag gibt es dann keinen Sex. Hust. Entschuldigung, ich würde gern zu der Kiste. Dankeschön. Bitte diesmal nicht um die Ohren knallen. Rune des Feuers. Das sollten wir verkraften, wenn es hochgeht. Sag ich doch. Dann nochmal. Tada! Großer Heiltrank und Trank der Wiederherstellung packen wir bitte ein. Die Bombe kann hier bleiben. So, Mädels. Wir gehen dann wieder und lassen euch einfach mal alleine. Und dann könnt ihr auf euren Prinzen warten. Hoffentlich finde ich in der Pause den Schmied wieder. Buch des dunklen Hundes. Das ist doch, glaube ich, das, was uns beim Schlafen weckt. Jakob, bevor anderen Monstern wecken sie auf und senken damit die Gefahr, überrascht zu werden. Priester, Magier. Ne, Bischöfe, Magier. Thoralf? Ja, das habe ich bisher mit ihm nie gelernt, weil, nicht so erstrebenswert, aber jetzt haben wir es ja gratis. Sind das Brötchen? Ja. Ja, das sind Bolzen. Wir benutzen gerade keine Armbrüste mehr. Identifizierungsrolle brauchen wir nicht. Steinchen. Mann, Spiel, ist hier ein Erdbeben oder läuft hier irgendwas rum? Hoffentlich nicht wieder so ein Feuerlord. So, die Orientierung ist weg. Und die Folge ist vorbei. Bis gleich.